Hallo und herzlich willkommen hier. Zweite Frage hier, hier. Auch nochmal läuft hier in Thüringen. Wie viel so ein, wenn wir direkt Aussaat machen ohne Gruppen, ist das glaube ich blöd. Wir müssen vor Gruppen, denke ich mal. Dazu nimmt man diesen Traktor. Milchanhänger brauchen wir eh nicht zur Zeit. Und neben dem Grupper hier in der Halle. Der steht genau in der Mitte. Müsste in der Mitte gewesen sein. Und wer mal die ersten Felder schon mal durchgruppen, das ist ja nicht von Schaden. Aber mit der Gärreste weitermachen. Blindflug. Dann würde ich gleich mal. Ja. Mit dem Feld links anfangen. Links 32, glaube ich. Das ist, glaube ich, die bessere Lösung. Denn morgen. Ja, gut. Das Rest gleich, wenn er mit der Drecksart aus. Oder wir düngen ihn danach mit Gärreste. Oder ich mache da ganz kurz. Dann fahren wir auf Feld 20 und man da kurz mal mit Gärreste noch einen Punkt in der Mitte nacharbeiten. Bitte, sobald wir auf Feld 5 fertig sind. Ist auch nicht so tragisch. Jo, vierte Folge. Donnerstag. Donnerstag vorm Aprilwochenende, der erste und zweite. Will ich jetzt eigentlich mehr Folgen aufnehmen, beziehungsweise versuchen, das alles so abzuschließen, dass ich über Ostern praktisch, ja, da müsste ich sogar muss ich kurz nachdenken, über Ostern die Aufnahmen fertig habe. Jetzt kommt ja das erste, zweite, das wäre jetzt bis Sonntag. Die Folgen, die ich jetzt mache, also bis Ostersonntag, dann müsste ich mindestens 3-4 noch länger machen, mehr machen hier schon als jedenfalls so hindrehen, ne? Ich überlege mal auch, ob ich da nicht Samstag dann einen Livestream mache, so dass ich von Sonntag bis Freitag 6 Folgen, 5 Folgen und Samstag dann Livestream. Von Thüringen oder von der Thüringen oder von der Marsch. Also wer das sich ja. Ich sag mal, es ist eure Entscheidung. Kommentar, wer am meisten Stimme hat, die Karte. Ob nun da auch nicht da ist, egal. Fängt der in der Mitte an, das ist doch ganz okay. Passt. Jedenfalls Samstag. Denk mal 15 Uhr. Und zwar das Wochenende nach Ostern. 15 Uhr, 2 Stunden, bis 17 Uhr, vielleicht 3, wenn viel los ist und dann die Aufnahmen für die Woche darauf. So ungefähr. Kommen keine Vorschläge, das kann ja auch passieren. Dann, ja, dann entscheide ich mich dann entsprechend, was gerade ja, anliegt, ne? Ist ja nicht, was ich unbedingt sofort jetzt schon entscheiden müsste. Sind ja alle Karten irgendwo schön, die ich spiele. So, grubbert da mal durch mit 8 km/h bergauf. Hast keinen Bock mehr, also geht oben bei der Pelle ein bisschen chronisch. Ja, das ist jetzt
Also die Aussaat frühestens morgen. Am 1. März. Also 1. März nicht, aber März an sich. Den stellen wir ein. Weil Bissen ist er noch. War zur Werkstatt, du bist ja. Das ist ja richtig goldig. Bist voll. Oder einen zweiten. Der ist leer. Mal sehen, wie da rumkommt bei der Werkstatt. Dann machen wir alles, dauert so lange. Besuchen. Gründe? Sehr voll. Kann sein, dass ich mit der Gärreste auskomme. Dann fahren die halt umsonst. Und wenn es nicht reicht, dann haben wir halt was da, ne? Darum geht's ja. Hier, da wo weiß es, da muss ich noch was tun. Ja, genau. Wie gesagt, die Woche nach, das Wochenende nach Ostern. Wenn irgendwie Stimmen da sind, die sagen, okay, Livestream ist okay, würden wir uns freuen. Dann nur noch entscheiden, welche Karte. Thüringen oder die Marschall, ne? Hier, ja, das wäre völlig egal. Umzug würde ich aber nicht so zeigen. Das ist mir. Ich sag mal so, ich habe dafür so wenig Ahnung, ne? Um das entsprechend erklären zu können. Also ich möchte ja nichts Falsches zeigen. Wenn bei mir nicht klappt gleich, das kann passieren, dass man das hier nochmal wiederholen muss. Also Spielstand muss auf jeden Fall gesichert werden. Beim Umzug im Prinzip ist ja so, dass ich das die Fahrzeuge mit rübernehme. Also eine alte Datei lösche und die neue reinfüge. Frage die nach Namen jetzt, der fällt mir gerade nicht ein, das ist eine Splitdatei. Und das ist aber ziemlich einfach, wenn man es weiß. Und ja, ist leider so. Und die Kühe, da muss ich mir mit einem Trick arbeiten. Und zwar, die Ställe sind ja in der Speicherdatei irgendwo drin. Das Problem ist nur für mich, dass alles Englisch ist, weil ich lange suchen müsste. Ich werde mir aber zwei Kühe kaufen. Für jeden Stall eine Kuh. Und dann sehe ich, also die Kühe erkenne ich schon am Namen, also in Englisch jedenfalls. Und dann im alten Spielstand muss ich die aussuchen. Einmal die 10 und 100 und einmal die 180, glaube ich. Und die ganzen Kühe muss ich kopieren und am anderen einfügen und die eine Kuh zur Not löschen. Muss vielleicht sogar, weil die erste Kuh hat eine Zahl und die was kopiert auch. Und das zwei Kühe mit der gleichen Zahl geht anscheinend nicht. Logischerweise. Deswegen die erste Kuh wieder löschen und die anderen Kühe bleiben drin. Der Vorteil ist, die Kühe bleiben beim Mais Plus, ihre Fortschritt bleibt erhalten. Geht also nicht verloren und sie wird hoffentlich bald Milch geben. Jetzt haben wir Februar. Grunde, sobald die Gärreste fertig sind, geht es dann zum nächsten Feld. Erstmal auf Feld 32 die kleine Ecke neu machen, also um die Mitte irgendwas. Und dann mache ich alle anderen Felder. Das sind noch zwei Felder noch zu machen: einmal am Hof und einmal die 57, glaube ich. Da mache ich kleine Felder, das ist schnell getan, in Anführungszeichen. Und dann ja, Kühe versorgen, BGH vorknallen, mit Mais plus Silageballen, die dafür verwenden. Und dann ist das gut. Dann kriegen wir das Ding voll. Wenn wir das Glück haben, reicht das aus. Dann müssen nur die anderen Fahrzeuge Richtung links fahren. Ne? Am nächsten Feld. Wir fahren vorher noch hin zum Hof und da was ab.
Das Problem ist, Problem ist halt keins, aber wir müssen die irgendwie Gärreste ja loswerden, ne? Ich meine, man kann sie auch zur Not verkaufen, ne? Also. Das habe ich mal so getan beim. Wenn man sie nicht brauchen kann, also keine Fahrzeuge hat zum Ausbringen, ne? So, das müsste die Ecke noch. Und da vorne das Stückchen. Wer hat jetzt gerade Kosten gekostet? War nicht der andere, der hat auch gerade bezahlt. Traktor oder sowas. Oder sind beide so ein Dings gefahren? Steht Ausrufezeichen, fährt nicht. Da wollte ich nur. Geht aber nichts weg, ne? Nö. Macht nichts, sparen wir ein. Wir werden die Fahrzeuge zum anderen Feld schicken. Wir fahren gleich mal hoch Richtung. Das wollen wir mal rüber. Oder unten links geht ja auch. Ups. Und weiter geht's. Hoffe, Ton passt. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Naja, man könnte ja theoretisch den Ton mithören, ne? Obwohl das ja nichts bringt, wenn ich hier einen Lautsprecher laut mache und so. Mithören ist aber eher so ein Mikrofon, ne? Dacht. Und das gäbe auch Rückkopplung, das wäre auch ungünstig. Kopfhörer wird es gehen. So haben sich beide festgefahren an der Ecke. Wir fahren mal zum Hof. Wir können beide entlassen. Erstmal. Ja, Hof voll machen. Dann die beiden umprogrammieren und befreien, ne? Die haben sich in der Kurve festgefahren. Die Kurve ist ein bisschen eng. Für die Werkstatt ist ungünstig gewählt. Da muss ich mal nächstes Mal, wenn wir das neu gestalten, wäre das dann. Die gekauften Gebäude sind ja dann weg, ne? Ja, die Molkerei und die Treibhäuser würde ich im Prinzip so wieder bauen. Prinzip. Hier kriegen wir nichts. Macht aber nichts. Wie gesagt, beide stehen jetzt da und blockieren. Das ist jetzt aber typisch. Sonst haben die immer woanders angehalten. Die packen wir jetzt mal ganz weit rechts. Das muss ich das klappt vorbeifahren. Mal gucken, ob die Kurse stören. Ne, das passt genau. Das würde funktionieren. Geht da nicht im Weg. Und der will da lang fahren. Ja, ich kann gut rum. Nein, lass sie mal ruhig hinfahren. Ich bin letztlich mit dem Zielpunkt ändern. Wir fahren dann mal auf 32 und machen die kleine Ecke neu. Und dann kann ich gleich mal gucken, wie viel wir hier schon rausgeholt haben. Wäre mal interessant zu wissen. Alles, was wir an Dünger einsparen. Dünger kostet ja auch viel Geld. Gerade aktuell. In der realen Welt ist es ja so, ne? Dass Dünger teuer geworden ist. Aber das Problem ist aber auch, ob die Bauern dann entsprechend so viel verdienen können. Weil ja die Getreidepreise auch Weltmarktpreise sind. Und wenn das irgendwie so viel auf dem Markt ist, dann
stellt sich mal die Frage, ob sich der mit dem Dünger dann noch lohnt, ne? Ja, fast 400.000 haben wir es jetzt raus. Also wird ja auch Nager 8 produziert. Das ist nicht schlecht. Ja, 400.000. Lass noch ein bisschen noch nachgären. Also hier, die arbeiten ja weiter. Gülle geht auch rein. Also da geht schon was, ne? Ja, wir fahren mal so durch den Wald, durch den Busch. Ja, Kartenumzug ist immer blöd, wenn man schon Bäume gepflanzt hat, ne? Dann ist es ärgerlich. Wir kommen praktisch ganz, ganz schlecht hoch. Und wie gesagt, ich habe einen sehr starken Traktor, ne? Schauen wir mal die Schaltung, wenn es hochgeht. Und das Gewicht hinten dran, ne? 16 Tonnen. 68 Tonnen, 3. Mal was gucken. Da was ändern kann. Ist aus. Ist alles aus. So. Wegen der 99% unten rechts, könnt ihr das sehen? Das ist, weiß ich nicht. Naja, wenn an wäre, könnt ihr es verstehen. Aber es aus. Ja, die Insel ist immer schön. Gerade im Wald ist ideal. Ich habe mir schon ausgeschaut, eventuell einen neuen Monitor. Als immer abschreckt ist der Preis. 2.500. Muss ich noch sparen. Da dauert noch ein bisschen. Vielleicht zum Urlaub im Sommer. Also nach dem Urlaub, wenn ich von zu Hause wieder zurück bin. Mal schauen. Aber vorbei noch Vergleiche. Vielleicht irgendwo anders billiger. Anführungszeichen. Ne? Bestellen würde ich ja bei Amazon ansonsten. Ne? Der war der mit Rabatt gewesen, aber wie gesagt, vielleicht kommen im Sommer neue Monitore raus, die noch besser sind, ne? Bei preiswerter. Weil der wäre schon scharf und das wäre also halbrund, das wäre schon nicht schlecht. Von der Größe her nochmal jetzt 43 Zoll auf 55. 13 mehr. Wir sind schon da. Irgendwo in der Mitte, hat er mir gesagt. Kann man schlecht erkennen, so, ne? Da, wo es weiß ist. Wie gesagt, Cosplay und Outrace zusammen haben es nicht in die Reihe gekriegt. Das optimal hinzubekommen. Also angefangen, ja, aber wie gesagt, nachholen und dann wieder anfangen. An dem Punkt, wo es nicht war. Ob es an der Karte liegt, ich weiß es nicht. Könnte sein. Weil die gibt ja einen Karten-Update von auf 2.0. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht so genau, ob das daran liegen könnte, weil da ja irgendwas geändert wurde. Also zur neuen Karte. Muss ich mal schauen. Aber Umzug, das muss ich erst machen, wenn wir entsprechend hier den Punkt erreicht haben.
möchte ja die Silage alles verkauft haben. Und die auch noch mal, das sind 3-4 Tage, dann haben wir März. Wenn ich jetzt Hafer aussehe im März, das wird dann Juni oder Juli reif. Dann können wir den Ertrag von den Feldern noch mitnehmen. Und wenn ich dann im August angekommen bin, muss ich mal schauen. Ich hoffe ja, dass Mais drauf wäre. Als Ausgleich, weil ich ja im Prinzip jetzt mit Verlust verkaufen müsste, ne? Sonst könnte man ja sagen, wir lagern halb Hafer ein und warten bis zum Bestpreis, ne? Das können wir dann in dem Fall nicht. Beziehungsweise würde keinen Sinn machen, ne? Dann das kommt irgendwann wieder an der Punkt, wo man sagen müsste, oh, jetzt haben wir was geerntet, ne? Normalerweise Mais. Und Mais silieren dauert ja auch locker 2 Tage. Und ja, dann ist wieder zu spät, ne? Im Grunde habe ich ja alles jetzt gepflügt, mehr oder weniger, auch dieses Feld nicht. Das war nicht notwendig. Und deswegen würde ich das auch ganz gerne mitnehmen. So. Ich werde mal gucken. Ich befinde mich jetzt hier oben links. Oben links. Ja, das ist der andere. Beim Gruppern. Hier 32. Gehen wir auf die 37. Und das ändern wir hier ab. War dann Gera, da geht viel raus. Eure Änderung. Tut mir leid, dass ihr umsonst gefahren seid. So. Gut. Wahrscheinlich werden wir noch einen großen Gruppe kaufen. Weil mit den kleinen wird das nicht lustig, ne? Auf Dauer, ne? Eine schon 22. Das wäre nicht interessant, auf Dauer. Wiesen macht keinen Sinn zu kaufen. Was würde mir das Feld hier kosten, die 33 mit der Wiese zusammen? Die Wiese hat noch mal gehabt. Die 33 kostet 1,4 Millionen, ne? Toll. Und die Wiese allein würde ich nicht kaufen. Und die kaufe ich schon. Die hatten wir schon mal gehabt. Habe ich nur deswegen verkauft, weil ich Geld brauchte. Irgendwas. So. Bei großer Liegen werden wir jetzt hier nichts mehr, ne? Na gut, die BGH verdient Geld, ne? Ja. Treibhäuser, naja gut. Das ist ein bisschen Taschengeld und die. Ja, Molke reinbringen noch nichts. Keine Milch. Hier steht Wasserberg auf. Müssen wir den anderen Mod mal deaktivieren, was besser ist. Weiß ich nicht. Ja, so eine kleine Felder würde ich gleich zusammenlegen, ne? Also macht keinen Sinn, ne? Kartoffeltechnisch, da können wir gleich die Wiese machen.
Aber die wird, glaube ich, auch gleich erwachsen, ne? Denke ich mal. Und deswegen würde ich die gerne übernehmen, mit dem Fell zusammen. Und dann kann man das entsprechend zusammenlegen. Was geht hier runter? Ja, es geht was. Opa Nachbarfeld bisschen. Keine Wert. Oh, keine Wert erkannt. Ah, einmal verkaufen, alles weg. Oh, da geht schon richtig hoch. Wir haben schon gut erreicht. Stickstoffmäßig, aber Wiese. Wir haben bei uns früher die Wiesen auch alle mit Gülle gefahren. Also hier die LPG jedenfalls. Torfwiesen, das ist eigentlich so ein. Ja, Fruchtbarkeit ist da nicht so hoch. Ist ja Grunde nur Sand mit Torf, ne? Trockengelegt, also. Besten Fall als Wiese geeignet. Jedenfalls da haben sie Gülle gefahren im Frühling. Komplett alles und dann da schon gesehen, dass er richtig grün war. Dunkelgrün, ne? Das Gras. 2 Jahre gemischt. Aber ganz früh im Frühling, also um die. Wann war das? Ja, März. Höchstens. Wir hatten ja noch häufig Schnee im Februar. Kommt der Bursche. Komm, brauch Nachschub. Ganz unten kommen wir nicht ran. Also die Ecke unten nicht. Nee, am Baum hängen bleiben. Das ist gemein. Na, juckt. Ja, die hatte ich noch gut gekalkt und gedüngt im letzten Jahr. Ich weiß nicht, ob das noch entsprechend ja gespeichert ist, ne? Also in dem Sinne, ne? Also nicht, dass man verkauft und wieder kauft, dass dann plötzlich gelöscht ist. So, Schwader, das soll schon vorher gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank. Bleib hier reinschauen. Ciao, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal.